Servus Leute, willkommen zu einem Video. Diesmal habe ich auch zwei Sportler für euch da. Honda CBR 650, Baujahr 2017. Und mit dem Teil habe ich heute die Ehre, mal Runden zum Drahen. Bin davor noch nie wirklich auf einen Sportler geguckt, aber ja, schauen wir mal, wie sich das Teil so verhält. Dann fährst du voraus. ABS hat das Bike auch. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Sound ist auf jeden Fall schön. Es fährt sich super ruhig. Wenn man da lang und dann die ersten, wo es links und rechts fliegt, kann man links aufgehen. Ja, voll. Macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Das Fahrwerk ist richtig hart. Also mit der Maschine kann man gut Kurven fahren. Und ist auch langlebig und komplett legal für einen A2-Führerschein. Also wenn jemand denkt, dass hier Sportler zum Holen, kann ich sowas empfehlen. Was auch nicht schlecht ist, sind CBF, die Naked Bikes von Honda. Damit kann ich auch mal ein Video machen, wenn ihr Lust habt. Wunderschöne Aussicht hat man da. Fahren wir nachher mal kurz auf der Autobahn. Ich kann jetzt auf der Autobahn mal fahren. Laut. Das ist wie gesagt mein erstes Mal auf einer Straßenmaschine. Jetzt sind wir schon im nächsten Dorf. Man kann halt entspannte Touren fahren, man hat nicht durchgehend so die Rennhaltung, ich weiß nicht, wie man genau sagt, so die liegende Haltung, wie auf manchen anderen Rennmaschinen. Du hockst da gemütlich drauf, es geht nicht so stark auf dem Rücken, es ist äußerst super angenehm. Von meinem Molching, Autobahn. Ja, wieder so, und ich meine, man kann mal mit Schwitz da kann man ein paar Bilder machen, gell? Ja, voll, bin ich dabei. Er kann mir beim Zurückfahren bei irgendeinem Bäcker vorbeifahren. Kann ich mir gut vorstellen, sowas zum Fahren. Klar, nichts geht bei mir bei Enduro oder Supermoto. Also wegen der Wheelies, wegen der Freiheit, die man hat, dass man ins Gelände fahren kann. Aber jetzt kann ich mir meine eigene Meinung zu einer Sportler bilden. Und ich muss echt sagen, es macht verdammt viel Spaß. Und es ist ein super angenehmes Fahrverhalten. Ja. Ich habe noch nie wirklich so meine eigene Meinung gehabt von Sportler, wenn man gemeint, ja, das ist nichts für mich, weil ich halt eben noch nie auf so einem Teil geguckt bin. Aber da sagen jetzt so 1000er G6R oder so war echt nichts für mich, weil ich finde, das ist halt eine Maschine, die wo man eigentlich überwiegend auf der Rennstrecke fahren soll oder möchte. Es ist halt das Problem dabei, du hast jetzt auch viel PS und auch viel Leistung und die kannst du halt legal im Straßenverkehr nicht irgendwie nutzen. Die hat halt einfach viel zu viel Leistung für das, dass du damit auf der Straße fährst, klar. Man kann anständig fahren, aber ich glaube, dass immer wieder die Versuchung da ist, dass man mehr Gas gibt, wie erlaubt, und das ist dann gefährlich. Das ist das gleiche wie mit einem Sportwagen oder so. Deswegen finde ich die Reihe an die 48 PS eigentlich vollkommen. Und ich bin allgemein nicht so der Raser, dass ich sage, okay, ich baller jetzt Vollgas. Danke nochmal an Besitzer, dass du mir das Bike wieder zur Verfügung stellst. Muss mal vorsichtig fahren. So, jetzt wird schon halten. Das erste Mal, dass wir länger Offroad fahren. Dann machen wir da mal ein paar geile Aufnahmen. Oh mein Gott. Pff. Lenkeinschläge haben wir da komplett anders. Weiter geht's. Erstmal da aufgefahren. Schauen, ob gut Zug kommt. Jetzt bleib mit der Sportler rumfahren. Da vorne sieht man schon Kaminverbeuten, Milchwerk, Kapham am Frühstücksfeuer, der lief ja wegen Corona leider auch aus. War immer recht schön, da war ich einfach fast täglich dort. Deswegen halt damals bei meinen ersten Fahrstunden, da bin ich auch mit einer Naked gefahren, mit einer Honda, einer 600er. Bockt sie auf jeden Fall. Ja, geil! Echt ruhiges Fahrverhalten und noch lang nicht am Limit.
Sehr geil. Beschleunigung hat man. Was will man denn mehr? Schönes Wetter. Läuft schon wieder weiter. Ich nehme an, dass das da unten Rottal-Münster ist. So, dann bremsen wir mal, da kommen wir jetzt gleich in die Ortschaft rein. So, dann fahren wir jetzt da mal ran. Das ist eine Stammtanke. Da steht eh schon der Paulaner Spezi. Jetzt trinken wir einen Spezi und dann fahren wir weiter. Cooler Typ. Ich bin bestimmt früher auch mit Bike gefahren. Boah, das war knapp, oh mein Gott! Alter! Boah! Das war dann fast der Katze an die Klaufer, genau das ist es, da muss man aufpassen. Mal kurz stehen bleiben. Alter, war das knapp mit der Katze, leck! Ich hab richtig mitzittert. Das war so knapp, die kurvige Strecke. Schalten wir mal einen Gang runter. Ich bin echt nicht geübt, was sowas angeht, aber fürs erste Mal bin ich eigentlich zufrieden. Fahren wir mal langsam vorsichtig runter und ich glaube, es nieselt jetzt gerade leicht. Ja, es fängt gleich zum Nieseln an. Ein paar Tröpfel, aber wir haben ja nicht das Zucker. Und solange die Straße schon trocken ist. Eieiei, der Bus. Eieiei, der Bus. Aber mir taugt das Bike, ohne Witz. Wer einen Sportler kaufen möchte, holt euch so ein Teil. Honda, CBR, geil. Oder Richtung Passau. Fahren wir Richtung München, glaube ich. So, jetzt kommt der Autobahntest. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Obwohl ich Autobahn eigentlich nicht gerne mag mit dem Bike, auch nicht mit dem Auto. Aber es ist mal eine neue Erfahrung. Trotzdem müssen wir gut aufpassen. Blick. Hoffentlich ist mein Mikro noch dran. Warten wir mal auf meinen Kumpel, weil der hat nur 125er. Sound ist der Hammer und das Bike geht wunderbar. Echt genial. Also knappe 200 km/h, Axis 200, dann werde ich es auch noch schaffen, bin ich mir sicher. So, da kommt es gleich wieder Bundesstraße, das auf 120 beschränkt. Autobahn ist wunderbar frei, so kann man es aushalten. Und in Deutschland darf man unbeschränkt auf der Autobahn fahren, wenn Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehalten ist. Jetzt hat man auf einen Kumpel, der kommt da hinten eh schon. Aber ich muss sagen, das Bike macht so viel Spaß. Es ist einfach ein schönes Fahrgefühl. Du merkst die Geschwindigkeit nicht so wirklich. Aber da hat jetzt schon gemerkt, mein Enduro-Helm mit dem Helmschild, es war halt schon runter. Fahren wir da lang? Fahren wir uns runter von der Autobahn nach Molching. Da hinten ist leider Unwetter. Fahren wir vorne bei der Bushaltestelle, was da ist, sorry, wenn das auch nicht ist. Fahren wir erst die Autobahnfahrt. Noch der Fahrschuh. Wie kommen wir da wieder auf die Autobahn in die andere Richtung? Gehen wir einfach als Zug durchfahren. Ha? Gehen wir so durch die Molchen fahren, dann wollen wir wieder zurück auf München.
Dann lieber Helm zu, kürzen wir ab und dann gehen wir auf über Holzhäuser. Ja, voll, gehen wir mal, da vorne drängt es halt. Oder fahren wir über Stummberg? Ja, oder so. Fahren wir über Stummberg, oder? Da fahren wir in schöne Wetter. Meine Kamera ist sauber. Ja. Mikro.